Hallo ihr Hexen und Zauberer da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy auf der PlayStation 5. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben in der letzten Folge unseren kleinen Ausflug in die verbotene Abteilung beendet und haben ein Buch erhalten, wo jedoch Seiten fehlen. Es könnte ja sein, dass die Person, diese Schülerin von damals, die auch im fünften Jahr begonnen hat, dass die vielleicht diese Seiten damals mitgenommen hatte. Ich weiß ja nicht, wie alt dieses Buch ist und ich weiß auch nicht, wie alt diese Erinnerung ist, die wir da eigentlich gesehen haben. Jedenfalls, was war eigentlich diese Trophäe? Was hat die, was musste man da machen? Achso, nutze die alte Magie zum ersten Mal. Na gut, okay. Ich habe jetzt mittlerweile 4 von 46 Trophäen. Und wir haben eine Menge zu tun. Wir können uns jetzt eigentlich aussuchen, was wir machen wollen. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne zum Nee, ich würde gerne Eigentlich würde ich jetzt gerne Da kann ich noch nicht hin. Vielleicht Ach, ich wollte ja auch nochmal die Kleidung angucken, ne? Ich habe eine Menge Ausrüstung bekommen in der verbotenen Abteilung. Da würde ich gerne mal gucken, ob man da irgendwie Was habe ich denn hier alles? Okay, da habe ich schon die eingesammelt. Das ist schon gut. Halsbekleidung habe ich zum Beispiel noch gar nichts. Oh, plus 17. Besonders. Würde aber gerne nichts tragen. Ja, zählt aber trotzdem noch mit rein. Das ist perfekt. So, hier habe ich auch wieder irgendwas eingesammelt, was gut ist. Was haben wir denn hier? Hervorragend, der Drachenlangmantel. Gibt erstmal 20 Offensive dazu. Ich würde aber trotzdem gerne den Classic-Mantel anziehen wieder. Ach nee, das kommt noch. Ich sag mal ganz ehrlich, den würde ich erst tragen, wenn ich wirklich einen unverzeihlichen Fluch angewandt habe. Dann würde ich vielleicht diesen Mantel tragen. Vorher macht er für mich jetzt eigentlich keinen wirklichen Sinn. Ja, das boostet natürlich unsere Verteidigung nochmal enorm. Würde ich aber auch gerne wieder den Standard-Look erstmal wieder haben wollen. Ich möchte noch nicht so herausstechen, weil im Moment ist es halt wirklich Wir sind noch nicht so weit. Boah, das ist aber krass. Uiuiui. Nee, aber bitte. Bitte ohne. Bitte keinen Hut. Bitte ohne. So, Zauberstab. Oh, was ist denn hier? Ah, die bringen nichts, oder? Ist nur designtechnisch. Nee, denn ich finde den Stab so gut. Reittiere, Besen haben wir noch nicht. Soweit ist es noch nicht. Aber jetzt ist doch schon mal, sieht doch schon mal ganz ordentlich aus, so was ich da eingesammelt habe. Ich wäre nur gerne an diese eine Truhe rangekommen. Ihr wisst wahrscheinlich, welche ich meine. Die aus der letzten Folge. Wir haben so ein paar Quests. Das Mädchen im Ouagadou, aus Ouagadou. Da gehen wir noch nicht hin. Kräuterkunde machen wir auch nicht. Ich würde jetzt sagen, wir gehen erstmal zu den gekreuzten Stäben. Die Runde 3 steht an. Und da würde ich gerne jetzt mal hin. 7% haben wir immer noch. Und ich habe mega Bock jetzt auf die Wo ist denn jetzt dieser? Dahin. Dritte Runde. Ja, dann reisen wir dahin, dann haben wir es nicht ganz so weit. Oh, das ist aufregend. Jetzt Duelle bestreiten. Jetzt ist der Charakter stärker. Jetzt sollte das Ganze auch ganz gut passen. Die letzte Duellrunde ist bei den gekreuzten Stäben verfügbar. Sie wird den Champion der Schule ermitteln. Ich sollte mit Lucan Bradleby sprechen. Yes. Das machen wir jetzt. Und dann weiß ich nicht, ob wir dann nochmal zu Hagrid gehen oder was anderes machen. Vielleicht ein paar Nebenaufgaben heute mal erfüllen. Muss ja auch gemacht werden für die 100%. Also es ist ja eigentlich egal, was ich mache. Solange ich irgendwelche Fortschritte erziele, ist es doch ein erfolgreicher Part. Revelio. Hier ist absolut gar nichts. Ich weiß aber nicht, ob ich den Spruch
Ich glaube, ich lasse lieber mal was anderes hier. Lumos ist auch sinnlos. Lass uns mal ins Zendio hier reinballern. Weil das hilft, glaube ich, echt im Kampf mehr als das andere. Ich weiß nicht, ob ich das da einsetzen darf, aber... Warum eigentlich nicht? Rebellion. Gut. Er ist aber noch weit weg, oder? Sehr weit weg. Ich muss echt mehr von diesen Flammen aktivieren. Flohflammen. Ignatia, ich muss Ignatia mal wieder öfter besuchen. Damit wir hier irgendwann überall von A nach B reisen können. Aber das scheint ja ein anderer Ort zu sein, weil sonst hätten wir ja hinreisen können, weil bei den anderen Orten war ich ja schon. Stufe 1. Out of office. Revelio. Was kann ich hier machen? Kann ich hier vielleicht... Incendio. Ha! Nice. Akio. Kann ich da vielleicht auch? Incendio. Einfach überall Incendio jetzt machen. Einfach die ganze Schule in Brand setzen. So. Oh, ist das Hagrids Hütte da hinten? Also, Hagrid, der noch nicht existiert, aber eine Hütte? Meine ich? Ne, ist doch hier. Wieso konnte ich hier nicht hinreisen? Ah, hier ist doch sogar eine Flamme. Wie konnte... Naja, okay. Hallo, Lucan. Künftiger Champion im Anmarsch. Ich würde gerne trainieren. Nö, hallo Lucan, kann ich die Finalrunde beginnen jetzt oder wie sieht's aus? Hallo Lucan, kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Absolut. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Komm, wir machen mal ein bisschen mit Sebastian. Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Ich hätte auch alleine kämpfen können, aber... Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Wieso seid ihr zu viert? Was soll das? Wieso Meisterschaft, wenn's nicht mal... Durchbricht rote Schilde mit Schadenszaubern wie dem Feuerzauber Incendio. Okay, rote Schilde... Muss ich mit Incendio zerstören. Pua. Boah, Alter. Warte euch doch mal ein bisschen. Alter. Alter, warte, warte. Stop it. Incendio. Alter, was zur verdammten Hölle? Ich fand, wir waren nicht mal so schlecht. Oh, in dieser Runde hast du es wohl ziemlich verbockt. Willst du es nochmal probieren? Ja, ja, nun gut. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Danke. Es kam mir nicht mal so schlecht vor, aber die haben uns einfach eingekesselt. Protego. Oh, es war schlecht. Puh. Och, Brudi. Alter, komm, von überall kommen sie. Ach, Leute. Alter, das ist mir zu krass. Also wirklich, holy shit. Ich kann mich heilen während eines Duells? Versuchst du es nochmal? Nein. Nein, ich glaube nicht. Nicht jetzt. Verständlich. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Wir warten. Nein, nicht jetzt. Hallo, Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Ja. Wieso kann ich denn jetzt nicht weitermachen? Ich wollte einfach nur kurz... Das wäre genial. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid.
Aber ich will doch jetzt trotzdem Meister werden. Accio, Incendio, Millionen. Sehr gut gemacht. Danke. Ich muss nur immer wieder klarkommen und wissen, welche Symbole was bedeuten. Oh. Das war jetzt welcher Zauber? Ah, okay. Levioso. Nee. Beim nächsten Mal. Ja, ich weiß. Machen wir. Gib nicht auf. Ja, aber... Warte doch erstmal. Levioso. Accio. Incendio. Ausgezeichnet. Zack, Basis brennen, Basis, Basis, Basis heranziehen oder Levioso schweben lassen, heranziehen. Nein. Accio. Ja, das ist, was soll ich denn machen? Mann, das ist Abklingzeit, was soll ich machen? Cut Cooldown. Incendio. Levioso. Das Ding hat Cooldown. Was soll ich machen? Ich hasse es, wirklich. Incendio. Ja? Accio. Incendio. Ja, es hatte gerade Cooldown. Was soll ich denn machen? Sag mal ernsthaft, was soll ich denn tun? Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Es war nur eine Puppe. Es war nur eine Übungspuppe. Stimmt, aber eine schwierige Puppe. Glaub mir, ich weiß es. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. Ja, aber ich würde jetzt gerne hier weitermachen. Hallo, Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Na, wer kommt denn da? Bereit für eine neue Chance? Ja, absolut. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Nee, diesmal möchte ich alleine kämpfen. Ich trete allein an. Dann kann's ja losgehen. Ich will einfach mit gegen weniger diesen kämpfen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Wie? Ihr seid immer noch zu viert. So. Was? Wie unfair! Die Meisterschaftsrunde, aber was ist denn 4 gegen 1? Wo ist das denn fair? Wie soll ich denn gegen 4 Leute bestehen? Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Leute, was soll ich da machen? Das ist doch geisteskrank hier. Besieget deine Gegner, wisst ihr? Leute. Ich meine, das kann man auch später noch machen, ne? So sehen Sieger aus. Alter, das ist doch geisteskrank. Konstringo. Alter, das ist nicht normal. Leute, was ist das hier? Da muss ich halt unfaire Mittel mal hier nehmen. Boom! Puh. Wer ist der Nächste? Och, Leute. Nee, ey, ganz ehrlich, das kann ich knicken. Das ist ja viel zu krass. Also höchst maximal mit Partner. Ich dachte vielleicht... Versuchst du es nochmal? Nein. Nein, ich glaube nicht. Nicht jetzt. Verständlich. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Wir warten. Wahrscheinlich kann ich ja auch irgendwann wieder zurückkehren, wenn ich noch stärker bin. Das muss jetzt nicht auf Kampf jetzt passieren. Aber ich würde es gerne jetzt abschließen. Aber das ist ja so schwer mit... Ich glaube, mit einem Partner könnte man es vielleicht schaffen, aber... Hallo, Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Na, wer kommt denn da? Bereit für eine neue Chance? Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Machen wir mal mit Nati. Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Dann versuchen wir unser Glück nochmal mit Nati. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, aber das ist doch viel einfacher dann mit Partner. So. Jetzt habe ich einfach zwei. Hab ich eine Person mehr. Das ist doch viel einfacher so. Protego.
Wieso ist jetzt schon wieder jemand hinter uns? Warum ist jetzt schon wieder jemand hinter uns? Hau ab, Junge! Au! Und kann auch Tränke sippeln. Das ist geil. Ach, Leute! Ich kann nicht Incendio. Boah, Alter, es geht nicht. Mach doch jetzt Incendio. Komm schon, wir schaffen das, Dati. Der ist down, sehr gut. Nati? Okay, Nati ist auch noch am Start. Aber gut, du zu wissen, dass man die auch. Sehr gut, Nati. Komm schon. Ja. Weiter, weiter, weiter. Der eine steht auch nur noch so dumm rum. Achso, der ist auch schon down. Komm, Nati, jetzt. Ballern wir Nelly in die Ecke. Bam. Das ist es, oder? Wieso steht denn der jetzt nur so dumm rum? Hallo? Yes! Nati, wir haben es geschafft! Was für ein Sieg! Du hast das Turnier gewonnen! Ich bin noch nicht fertig. Das war noch gar nichts. Ich fange gerade erst an. Wenn die besten Duellanten der Schule nicht gut genug waren, solltest du vielleicht überlegen, nach Durmstrang zu wechseln. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Danke. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Ja. Oh, und ich glaube, ich habe auch schon wieder eine Aufgabe für Professor Heckert erledigt. Gegen einen Neuling verloren? Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, hat auch ein paar Anläufe gebraucht, aber es hat ja am Ende gezählt. Das größte Talent gewinnt, schätze ich. Ich weiß nicht, aber merkwürdig, dass man, wenn man alleine kämpft, trotzdem gegen vier antreten musste und mit Partner halt auch. Also deswegen ist es doch immer einfacher mit Partner. Inventar. Aber wo ist denn jetzt mein gewandtes... Das Gewand des Champions der gekreuzten Stäbe. Ein Ensemble für den unangefochtenen Duellanten. Du hältst es, wenn du alle Herausforderungen der gekreuzten Stäbe meisterst. Aber es ist nur optisch dann, optischer Natur dann. Oder kann ich das jetzt hier auswählen? Das hat irgendwelche Stats, wahrscheinlich nicht. Ich kann wahrscheinlich jetzt hier Viereck machen. Könnte das dann hier auswählen irgendwo. Nee, aber... Oder ist das hier so ein Outfit? Oder kann ich es gar nicht auswählen? Ist auch völlig egal. Ich glaube, ich bin gerade ganz gut ausgestattet. Natürlich kann man sich noch bessere Sachen kaufen, aber fürs Erste ist es, denke ich mal, völlig in Ordnung. So, jetzt würde ich sagen, machen wir ein paar Nebenaufträge. Schade, dass es vorbei ist. Ich wurde gerade erst warm. Denn jetzt noch eine Hauptquest anzufangen, das lohnt sich, denke ich mal, nicht jetzt noch irgendwie. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. So 10 Minuten haben wir noch Zeit, um hier so ein paar andere Dinge zu tun.
Was haben wir denn auf der Karte noch so für Nebenaufträge? Irgendwas muss doch hier sein. Irgendwie kleine Nebenaufträge, die man machen kann. Kleine Nebenaufträge, irgendwas. Da hätte ich richtig Bock zu jetzt. Da haben wir doch welche. Wollen wir jetzt endlich mal helfen? Oder irgendjemanden hier? Ach, vorzüglich. Guck mal, sie wartet die ganze Zeit schon. Wollen wir ihr mal helfen? Oder nee, ich möchte... Ja, deine brenzliche Lage muss noch ein bisschen warten. Ich gehe jetzt hier hin. Ich frage mich, ob du mir bei einem kleinen Projekt helfen könntest. Kommt drauf an. Schieß los. Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hobhouse. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Oh, danke. Freut mich zu hören. Ich habe schon ein paar Abenteuer erlebt. Ich hoffe, ich werde meinem Ruf gerecht. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren und... Also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Ey, komm, das ist nur ein Nebencharakter. Ich darf doch wohl mal ein bisschen böse sein, oder? Du machst wohl Witze. Du kannst unmöglich Angst vor Knuddelmuffs haben. Du kannst das vielleicht nicht nachvollziehen, aber meine Erfahrungen mit ihnen waren erschütternd. Sie fressen nämlich Popel. Egal, wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankuff Knuddelmuff. Das ist nicht... Das ist schon ein bisschen witzig, come on. Ein bisschen über sich selbst lachen. Tut mir leid, aber du musst zugeben, das ist schon witzig. Das finde ich überhaupt nicht. Everett hat dasselbe gesagt. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Was erwartet mich denn da? Kommt drauf an, also was kriege ich überhaupt dafür? Was für Pflanzen erwarten mich denn im verborgenen Kräuterkunde-Korridor? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlic hat? Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz ungefährlich. Naja, machen wir halt. Klingt spannend. Na gut, ich werde dir helfen. Hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Giftige Tapferheit. Ja, aber dann sind wir für ihn da und er... Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Klingt spannend. Da hast du recht, Matsu. Oh, die Prüfungen. Sie verdienen alle. Okay, ist das jetzt schon der Auftrag? Da kann man doch bestimmt irgendwo hinreisen, oder? Irgendwie in die Nähe zumindest? Nee, ich glaube, da muss ich so hinlaufen. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt überhaupt machen wollen. Also ich glaube, das ist jetzt eher was für die nächste Folge dann überhaupt. Das hört sich an, als wenn es länger dauern würde. Na gut, dann lass uns doch mal ein bisschen weiter hier gucken. Revelio. Ich kann ja noch ein bisschen nach fliegenden Buchseiten gucken. Ich glaube nicht, dass ich schon alle habe. Es passiert gar nicht mehr so viel. Habe ich echt schon so viel hier gefunden? Revelio. Dass hier gar nichts mehr kommt?
Weil früher konnte ich Revelio machen, wo ich wollte. Es hat immer geklimpert. Jetzt mittlerweile gar nicht mehr so oft. Da haben wir doch noch was. Irgendwo. Klimper, klimper, klimper. Revelio. Was ist hier eine Truhe? Oder na, vielleicht auf einer anderen Ebene? Ja, dann irgendwie. So auf die Schnelle werde ich jetzt auch nichts mehr. Wyvern. Okay, Wyvern heißen die. Okay. Weiß ich das auch mal. Revelio. Weil letztens sind wir hier noch rumgeschlichen, weil das nachts war. Das hier sieht nach dem, ja, die Gewächshäuser. Ja gut, da können wir in der nächsten Folge aber auch mal komplett weitermachen. Dann kümmern wir uns in der nächsten Folge mal um diesen Auftrag, würde ich sagen. Das hört sich spannend an und why not? Revelio. Hi. Holzkatze. Diese hölzerne Statue bildet Panguardon ab, den furchtlosen Mäusejäger und hingebungsvollen Lerngefährten. Hi. Alle Ladenbesitzer. Incendio. Revelio. Protego. Nee, das... Geplättete Rüstung. Diese Rüstung gehörte Sir Skegglehorp P. dem Achtlosen, der törichterweise einen Bergtroll zu einem Spiel Reise nach Jerusalem herausforderte. Boah, ja, das ist... Boah. Das kann danach schon mal passieren. Revelio. Da auch? Wow. Kaputter Besen. Dieser kaputte Besen gehörte Celine Wardnaby und ist Gerüchten zufolge das Einzige, was übrig blieb, nachdem sie darauf bestand, den anderen Drittklässlern ihre experimentelle lunare Apparier-Zauberkunst zu demonstrieren. Keiner weiß, ob sie Erfolg hatte. Na cool, dass sowas hier aufbewahrt wird, so. Hallo Ignatia. Revelio. Viele tolle Sachen noch. Da ist auch nochmal was. Die Glocken der drei Schwestern. Man sagt, die Glocken der drei Schwestern seien ein Tribut an gleichnamige, wunderschöne, steile Bergkämme, die sich majestätisch über eine Schlucht ins Argyllshire erheben. Gerüchten zufolge kann man sie in der Schlucht weit über das Hochland hinaus läuten hören, wenn sie im Schloss geläutet werden. Die Einheimischen sind seit Jahren über das geheimnisvolle Läuten verblüfft. Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Wie? Wie voll? Was heißt... Ich muss Sachen verkaufen. Wow. Na, ich meine, gut, ist jetzt nicht untypisch für ein Rollenspiel. Aber wieso... Naja, da kümmere ich mich später drum. Alles klar, Leute. Dann
ist es an der Zeit, diese Folge zu beenden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um den verbotenen Kräuterkunde-Korridor. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich auf jeden Fall. Wird, denke ich mal, eine spannende Nebenaufgabe sein. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal.